über die Sender Königsberg, Breslau, Danzig und Baden-Baden. Ein herzliches Grüß Gott zum deutschen Telefonquiz hier aus dem TV, dem totalen Volksempfänger. Wir Moderatoren werden ausgestattet von Enes und Mauritz. Die Telefonnummer, um hier beim Quiz mitzumachen, ist 8 mal die 8 oder 4 mal die Doppel-8. Unsere heutige Frage lautet, wie heißt das Produkt der deutschen Henne? Wir haben auf die Tafel schon einmal die Lösungsbuchstaben aufgeschrieben. Allerdings sind die Buchstaben wild durcheinander gewirbelt. Es bedarf einiger Gedankenarbeit, um hier zur Endlösung zu kommen. Ich vertraue aber auf die Überlegenheit des deutschen Geistes. Bitte, der erste Anrufer. Hier ist Sitzkür. Guten Abend. Aus der deutschen Leitung, Muezzin. Du entarteter Irrer! Nächster Anrufer, bitte. Ja. Hallo? Name und Dienstgrad sagen, bitte. Hauptmann. Name oder Dienstgrad? Beides. Also, Ihre Antwort. Nein! Das kann doch nicht so schwer sein. Wie vertrottelt ist das deutsche Volk? Nächster Anrufer, bitte, Ihr Versuch. Nein! Um dieses Produkt geht es. So sieht es aus im rohen Zustand. Und so sieht es aus, nachdem es in der Pfanne war, was suchen wir? Wie heißt das Wort, das wir suchen? Nächster Anrufer, bitte. Nein, das gibt's doch nicht. Noch ein Hinweis von mir. Jeder anständige deutsche Mann hat 2 davon. Eine Springerstiefel. Nein. Es ist zu schwer. Nächster Anrufer. Hier ist nochmal Özgür. Die Antwort ist Ei. Nein, 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 war nicht mehr in der Zeit, nein! Leider nicht mehr in der Zeit, du Schädling. Die Sendung ist aus, schalten Sie um 24 Uhr wieder ein, wenn Kamerad Stiermann in den Sexualsportclips seine Stange hart wie Kruppstahl zeigen wird. Abmarsch.